Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wie ihr seht, dieses Mal zum ersten Mal mit Facecam. Weiß nicht, ob sich das bei Minecraft jetzt so übel lohnt, aber ich mach's einfach mal, ne? Kostet ja nichts. Kostet ja nichts, hä? Schadet ja nichts, wollte ich eigentlich sagen. Und wenn es irgendwen aufregt, weil dann sieht man ja weniger vom Bild, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefällt, schreibt es auch in die Kommentare. Und wenn ihr gar nichts wisst, dann schreibt Pommes in die Kommentare. So, ich wollte jetzt erstmal hier runtergehen und mal gucken, ob hier diese Zombie-Sounds herkommen. Ach, hier sind wir aufs Grund gelaufen. So, wo war dann eigentlich? Ich habe ja noch gar nicht weitergemacht. Oder? Wo war nochmal der beste Punkt zum Dingsen? Ich habe es vergessen. Da unten habe ich schon gemacht, oder? Nee, auch nicht. Ich habe noch gar keine... Hä? Ich dachte, ich hätte schon so einen Gang gemacht. Ach, da oben, oder was? Oh je, das ist ja ganz weit oben. Naja. Hier machen wir erstmal ein bisschen weiter. Und... Ach so, hier haben wir... Och, da ist ja noch was. Na. Wieso habe ich das nicht mitgenommen? Naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich gesagt, ich mache es im nächsten Part und dann vergessen. Gut, dann nehmen wir das Zeug jetzt gerade noch mit. Und danach machen wir ein bisschen weiter. Warum kriegt man jetzt, wenn man Kohle abbaut, immer Erfahrung? Oder nicht immer, aber ab und zu. Wie jetzt zum Beispiel. Ist doch Quatsch. Naja. Und danach machen wir ein bisschen weiter hier mit diesem schönen Tunnel. Chill mal, Alter. So. Und danach, also wenn wir das dann ein bisschen hier fortgeführt haben, würde ich gerne oder wäre ich gerne mal ein bisschen die Umgebung erkunden gegangen, um die Karte mal ein bisschen zu komplettieren. Gucken wir mal, ob wir das wirklich machen, ob ich nicht doch irgendwas anderes machen will noch. Aber das wäre dann eigentlich ganz praktisch. Dann hätte man mal die Karte. Und wenn man sich irgendwann mal verläuft, jetzt habe ich mit der Fackel da gemacht, wenn man sich irgendwann mal verläuft, dann sieht man das immer schön auf der Map. Und wenn man stirbt, ist die Map weg. Das ist natürlich scheiße. Dann darf man nicht sterben. Das ist immer ganz wichtig. Oh, fuck! Ach, wir haben noch eine. Aber die hält auch nicht mehr lange. Scheiße. Ah, sehr gut. Da ist schon wieder Stone. Da ist schon alles wieder stoned. Okay. Dann machen wir wieder unseren schönen Gang hier rein. Und hoffentlich finden wir auch mal was. Also, bisher war die Ausbeute hier recht mager, wenn ich mich da so recht erinnere. Ein bisschen Redstone, oder? Oh, schon wieder so ein scheiß Erdkack. Wieso ist hier so viel Erde? Wir sind doch ganz tief unten. Da soll bitte Stein sein. So. Wieso mache ich die Fackel jetzt jedes Mal falsch? Naja, auch egal. So, und hier... WTF-Scheißteil, ey. Oh. Zum Kotzen. Ach komm, hier mache ich einfach nichts. Und weiter geht's. So, ich habe gerade keinen Bock mehr. Jetzt gehen wir die Welt erkunden. Das lasse ich mir nicht gefallen, mich hier von Krevel ärgern zu lassen. Ey, das ist ja der letzte Wahnsinn. Boah, man sieht gar nicht bis ganz oben hin. Na doch, jetzt schon. Fuck. Naja, gut. Dann gucken wir jetzt mal auf der Map und gehen die mal ein bisschen erkunden. Gerade im Dschungel ist das, denke ich, ganz praktisch. Auch wenn wahrscheinlich unser Haus auf der Karte gar nicht so zu sehen ist. Nein, ist es nicht. Aber ich weiß ja dann genau in der Mitte, da steht das Haus, denn hier habe ich es ja gecraftet. Und das ist ja immer dort, wo man es gecraftet hat. Also die Mitte der Karte ist immer dort, wo man es gecraftet hat. Wenn ich das jetzt richtig weiß. Hoppala. Und dann wüsste ich auch mal wieder, wo der Turm ist, den ich da mit Erik und Moritz zusammen gebaut habe. Das habe ich nämlich komplett vergessen. Naja, auch egal. So. Den werden wir dann schon noch finden. Oh fuck, jetzt wird es dunkel. Ja, klasse. Einwandfrei. Super. Das hat sich ja gelohnt, hier die aus der Haustür raus zu spazieren. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. So. Achso, jetzt wollte ich schon da hochspringen. Nein, wir haben ja einen neuen Eingang, einen viel cooleren Eingang. Zack. So. Und ab ins Bettle. Schlafen wir erstmal eine Runde. Ah, ich hätte vorher noch können das Eisen in den Ofen machen. Oh. Naja, auch wurscht. Hä? Also. Hier sind wir ja. So, zack. Und Eisen. Ich finde das mit Facecam cool, dann sehe ich mich immer. Also zumindest, wenn ich auf den iPod gucke. Ich nehme es übrigens mit dem iPod auf, nicht mit irgendeiner Facecam. Deswegen seht ihr mich auch so von unten und nicht von oben.
Wo war ich? Ach, Kohle wollte ich da reinmachen. Stimmt. Zack. Ach komm, die neuen Kohle da, die können wir auch direkt da hinten rein tun. In das hier brauchen wir eh ab und zu mal Kohle. Und wir könnten uns eigentlich gerade noch eine neue Schaufel craften. Aber wir können es auch lassen, weil ich gerade kein... Oder doch, komm, ich mach's. Wieso habe ich denn hier kein Holz drin? Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch immer Holz in der Truhe da haben. Also jetzt erstmal ein Steak fressen, damit wir nicht mehr so hungrig sind. Ich habe auch ganz schön Hunger, merke ich gerade. Naja. Nach dem Part wird dann erstmal schön was gefratzt. So. Troppenhölzer. Da machen wir die war hinten in die Truhe rein. Und dann zwei Stück behalte ich gerade für Sticks zu machen. So. Ne, so machen wir das ja. Und dann machen wir uns eine Steinschaufel, keine Eisen, weil ich jetzt gerade kein Eisen da habe und zu so faul bin, zur Truhe zu gehen. Ach doch, hier hätten wir natürlich Eisen gehabt. Oh, bin ich blöd. Na, ist jetzt auch egal. Vor allem zu spät. Jetzt habe ich die Steinschaufel auch schon. Können wir erstmal die abnutzen. Sind irgendwo Creeper oder sonstige Viecher? Ne, ich sehe gar nichts. Nichts da. Nichts, nada, niente. Höchstens Kühe, die sich in Büschen verfangen haben. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Das Gute ist natürlich, auch normalerweise habe ich immer den iPod mitlaufen, um die Zeit zu stoppen. Das kann ich jetzt natürlich nicht, wenn ich mit dem iPod Video aufnehme, kann ich ja nicht gleichzeitig noch die Stoppuhr laufen lassen mit dem Ding. Warum zur Hölle steht hier ein Block? Aber... Was war das denn? Aber... Wieso sage ich das so oft? Aber, das war jetzt Absicht. Aber ich komme komplett vom Faden ab irgendwie, weil da jetzt so ein Meer ist. Das hat mich jetzt gerade. Ist es dann Meer? Ich dachte, da gehst du doch ewig weiter. Naja. Aber auf der beziehungsweise in der Kamera, das Fleisch nehmen wir gerade mit. Auf dem iPod wird einfach, während man filmt, auch die Zeit angezeigt. So, das wollte ich sagen. Das heißt, ich sehe jetzt, dass ich bereits seit 7 Minuten aufnehme. Vorausgesetzt, da war doch jetzt irgendwo unser Turm. Vorausgesetzt, die, ich habe gleichzeitig Fraps und das Ding gestartet, habe ich aber. Also gleichzeitig Fraps gestartet und hier die Aufnahme. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwo unser Turm, unser Sprungturm. War der nicht hier? Ich dachte, der wäre hier gewesen. Mysteriös. Ist ein Fall für die Illuminaten. Ui, guck mal, da geht es ja ganz tief runter. Da gehen wir irgendwann mal hin. Soll ich mir jetzt nur irgendwie markieren, dass es hier so geil ist. Wie markieren wir uns das? Wir bauen hier einen schönen Erdturm hin. Dann weiß ich irgendwann, aha, sieh meiner an. Da hinten, David, da ist Assi eine Höhle. Falls ich in 20 Parts das immer noch nicht gemacht habe, hoppala, erinnert mich einfach mal dran. Okay, so, die Karte nehmen wir raus, sonst aktualisiert die sich ja nicht, wie ich glaube. Oder ich bin viel zu Minecraft-noobig, ich weiß da gar nichts. Aktualisiert die Karte sich auch, wenn man sie eingesteckt hat? Ich möchte das jetzt ungern ausprobieren. Wenn ich jetzt hier rumlaufe den ganzen Weg und die Karte ist nachher nicht aktualisiert, dann bringt sie mir ja nichts. Und dann habe ich die ganze Zeit verschwendet, denn da hätte ich dann auch können was anderes machen. Gerade in so einem Let's Play ist das vielleicht nicht gerade von Vorteil. WTF. Also solche Bugs hatte ich schon ein paar Mal im Multiplayer, aber noch nie im Singleplayer. Ach, da hinten ist der Turm, sehe ich gerade. Okay, ich weiß, habe keine Ahnung, warum das jetzt hier so verbuggt ist. Das hatte ich noch nie. Im Multiplayer ab und zu mal, weil ich ja die übelste Internetleitung habe. Aber, also übelste Internetleitung war ironisch gemeint. Und ich hatte auch noch nie, dass da Adblocks rum. Ich dachte, die Endermänner machen das nicht mehr. Naja. So. Und jetzt lad aber bitte, weil ich will da hinten zu meinem schönen Turm. Ach, verdammt. Dann sind wir hier quasi auf einer Dschungelinsel gefangen. Oder was ist gefangen, aber. Wir sind ja dann hier. Tatsächlich, das ist ja dann eine riesige Insel. Das ist ja mal awesome. Das wusste ich gar nicht. Vielleicht kann auch gut sein, dass ich es wusste und schon wieder vergessen habe. Klar, aber. So, hier ist jetzt auf jeden Fall unser Turm, den müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Den kennen wir ja bereits. Ach komm, ein Blick schadet nie. Und der, wir haben ja bereits herausgefunden, Murr und ich, dass die aussehen wie die riesigen Walker aus Star Wars. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wie die heißen.
So, zack. Und scheiße. So, jetzt hier weiter. Oh, ist das kompliziert in so einem Dschungel. Da kannst du nicht einfach mal schön gerade auslaufen. Überall kommt irgendein... Hoppala, ist ja auch eine Höhle, oder? Cool. Überall kommt irgendwas. Irgendetwas. Na, sag mal. Dass dich irgendwie an deinem normalen Werdegang hindert. Okay, nicht unbedingt am Werdegang, aber... Dass dich daran hindert, einfach schön gerade auszulaufen. Zack! Wieso habe ich das so laut gesagt? Also irgendwie bin ich heute nicht so ganz fit, was Kommentieren angeht. Sorry für den Party, aber irgendwie ist es komisch. Also ich habe zumindest nur das Gefühl, dass ich heute irgendwie... Schreibt mal in die Kommentare, ob der Part heute anders war wie sonst. Würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Pff. Weil ich finde es irgendwie komisch. Ja, leck mich doch am Arsch, Alter! Was soll denn das? Das Huhn haut ab von mir und ich treff's nicht. So, jetzt ist es aber tot. So geht's das. Habe ich nicht gerade noch einen Hut? Haha, ist noch eins. Bam, zack. Damit hat er es nicht gerechnet. Es dachte, es wäre in Sicherheit durch diese Liane. Da hat sich aber ganz schön getäuscht. Bam. Gut, das Vieh war jetzt einfach nur verwirrt. Das kann froh sein, dass wir es getötet haben. Nämlich eigentlich war das geistig ganz schön krank. Das kommt auch aus der irren Huhnanstalt. Dort, von dort ist das entflohen. Das war ein ganz schön irres Huhn. So, da hinten tut sich jetzt aber, glaube ich, Festland auf. Und hier tun sich Pilze auf. Die nehmen wir mal mit. Für eine gute Pilzsuppe. Ich habe noch nie, glaube ich, Pilzsuppe gegessen. In echt jetzt, nicht in Minecraft. Noch nie. Also ich esse super gerne Champignon, ja. Schnitzel in Champignon-Rahmsoße. Was ist denn hier los? Aber ich habe, glaube ich, noch nie Pilzsuppe gegessen. Also bei Champignon-Rahmsoße, logisch, da sind auch Pilze drin. Schmeckt super. Schnitzel mit Champignon-Rahmsoße. Aber Pilzsuppe, ich habe noch nie gegessen. Bin sowieso nicht so der Suppenfan. Naja, ist eigentlich auch wurscht. Nudelsuppe esse ich gerne. Jetzt sag mir nicht, dass dieser Sprung mir ein halbes Herz abgezogen hat. Das war ein Meter auf einem Busch. Also ein Block auf einem Busch. Und ich habe ein halbes Herz abgezogen bekommen. WTF! So. Hä? Da probieren wir jetzt mal nochmal aus. Ui, mein iPod meldet mir gerade, dass die Batterie fast leer ist. Aber das macht nichts. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht doch normalerweise nichts ab. Das war doch jetzt überhaupt nicht hoch. Nein, auch wurscht. So. Das Klärchen. Ja, mit der Spitzhacke die mit der Axt die Pilze umgelockt. Naja, ist auch egal. So. Nehmen wir die Pilze mit und danach da hinten noch die ganzen Chicken McNuggets. Zack. Oh. Zack. Und Nummer Duo. Der hat sogar Duo Feders getroppt. Was? Oh, was bist du für ein verpacktes Suit, ey? Bam, 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 bam. Oh. Ha! Guck mal. Hä? Hallo? Ah! Wo ist das hin? Ist da oben, oder was? Oh, leck mich vom Arsch. Er ist nicht getroffen und dann ist da oben. Komm her. Oh, jetzt ist es da unten, ey. Du willst mich doch verarschen. Zack. So, jetzt habe ich ihn aber erwischt. Gut, dass ich so ein gutes Aiming habe. Das kommt von Battlefield 3. Und dann trifft man die auch immer, immer. Nur nie verfehlt. Ja, okay, ist natürlich alles Bullshit. Geronimo! Da ist noch ein Huhn. Die haben mich alle verarscht da hinten. Oh, jetzt müssen wir ganz schnell was fressen. Ganz schnell was fressen. Und er steht da einsam und alleine auf diesem Ding ins Kirschen. So, jetzt erstmal ein Brot ins Maul fetzen. Es wäre noch cool, wenn man belegte Brote machen könnte. Also wenn man hier irgendwie, keine Ahnung, guten Steak auf ein Brot zu legen, ist jetzt vielleicht nicht so clever. Aber was weiß ich, wenn man da so Fleischwurst draus machen könnte, was weiß ich, oder Erdbeerkäse. und dann belegte Brote machen könnte oder sich Marmelade schmieren. Immerhin Zucker gibt es ja schon mal. Wäre doch mal eine Idee. Hä? So Marmelade und... Nutella. Zack. Und eine Dose Ravioli.
Okay, eine Dose Ravioli kann man aus Zucker nicht unbedingt machen. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie viel Zucker in einer Dose Ravioli drin ist. Ist aber auch egal. Ravioli ist aber überhaupt nicht mehr meins. Ich hab jetzt... Fuck. Also, allgemein ist Ravioli bzw. Dosenfutter natürlich nicht meins. Fuck, es wird dunkel. Schnell nach Hause. Aber erst im nächsten Part, denn jetzt ist es bereits 15 Minuten lang, dieses Video, und das ist ein Part. Also, meine verehrten Damen und Herren, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung des Videos und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und wie gesagt, schreibt mir mal, ob dieser Part irgendwie anders war wie sonst, abgesehen natürlich von der Facecam. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Falls irgendwer das Beton-Tot-Lied kennt, wahrscheinlich eher nicht. Aber ciao.